Bei allen Unterschieden sind sich Linke, SPD und Grüne in 7 landespolitischen Schlüsselthemen für die Entwicklung Sachsens einig. Erstens, das Bildungswesen macht die kommenden Generationen nur dann stark, wenn es Kinder und Jugendliche zum längeren gemeinsamen Lernen führt und nicht verschiedene Milieughettos trennt. Zweitens, Sicherheit schafft man durch Menschen, die aufeinander Acht geben und nicht durch undurchsichtige Überwachungs- und Erfassungsmaschinerien. Deshalb nein zum IMSI-Catcher und ja zum Polizeirevier vor Ort. Drittens, nachhaltig ist eine Politik, deren Folgen das Land nicht langfristig verwüsten, sondern erneuern. Deshalb ja zum schrittweisen Ausstieg aus der Braunkohleverstromung und zur Vorfahrt von erneuerbaren Energien. Viertens, Kultur ist kein Freizeitluxus, der von gnädigen Sponsoren abhängig ist, sondern Grundversorgung bei der Menschwerdung des Menschen. Deshalb dürfen die Kulturräume nicht geschröpft, sondern müssen in ihrer Substanz weiterentwickelt werden. Fünftens, vom Geldbeutel darf nicht die Zugehörigkeit zum gesellschaftlichen Leben abhängen. Egal, ob es Klassenfahrten, die Benutzung des öffentlichen Nahverkehrs oder um Kultur oder Sport geht. Hier, siehe beispielsweise Sozialticket, besteht zwischen den 3 Parteien auch in der Umsetzung durchaus Einigkeit. Sechstens, wer langzeitarbeitslos ist und trotz demografischer Entwicklung und Fachkräftemangel keine Chance auf einen Arbeitsplatz hat, muss das Angebot einer existenzsichernden, sinnstiftenden Tätigkeit erhalten. Deshalb braucht auch Sachsen so etwas wie einen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor, egal welchen konkreten Namen dieses Instrument dann trägt. Siebtens, Sachsen braucht mehr Demokratie, auch mehr direkte Demokratie. Dazu gehören mehr Jugendmitbestimmung und die Ermöglichung von Volksentscheiden durch eine Absenkung der Hürden. Das ist bei den demokratischen Oppositionsfraktionen Konsens. In keinem dieser Punkte, die ich eben genannt habe, gibt es eine relevante Schnittmenge zwischen Linken bzw. SPD und Grünen einerseits und der CDU andererseits. Ich denke, dass das neben der übergroßen Mehrheit der Mitglieder und Abgeordneten von SPD und Grünen im Grunde ihres Herzens auch Martin Dulich und Antje Hermenau so sehen. Es gibt also eine solide inhaltliche Basis für eine rot-rot-grüne Alternative zur CDU. Und wenn FDP und NPD 2014 zu Recht aus dem Landtag fliegen, dann gibt es erstmals in Sachsen eine rechnerische Mehrheit gegen die CDU. Aber ich füge auch hinzu, wir sollten uns keine Illusionen machen. Rechnerische Mehrheiten gab es auch in Thüringen, in Sachsen-Anhalt und kürzlich in Mecklenburg-Vorpommern. Und jedes Mal sind die Sozialdemokraten in eine Koalition mit der CDU gegangen. Deshalb dürfen wir, und das ist heute auch schon angesprochen worden, deshalb dürfen wir bei aller Fortsetzung eines kooperativen Stils unsere eigene Profilierung als Linke nicht aus dem Blick verlieren. Denn dazu dienen ja auch die Beschlüsse, die wir in Erfurt gefasst haben und auf diesem Parteitag auch noch fassen werden. Eine zweite SPD braucht niemand in diesem Land. Deshalb müssen wir auch künftig mit klaren linken Positionen erkennbar sein. Und liebe Genossinnen und Genossen, wir müssen als Linke in Sachsen auch weiter als geschlossene Partei auftreten, um nicht erneut die Fehler zu machen, die bei der letzten Landtagswahl maßgeblich zu unseren Verlusten beigetragen haben. Ich jedenfalls werde in der Fraktion meinen Beitrag leisten, dem entgegenzuwirken, und ich erwarte, dass sich auch alle anderen Amts- und Mandatsträger ihrer Verantwortung bewusst sind. Liebe Genossinnen und Genossen, wir als Linke betreiben nicht Opposition um der Opposition willen. Wir wollen das Land, wir wollen die Gesellschaft, wir wollen die Verhältnisse verändern, und deshalb sind wir auch ausdrücklich bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen, wenn die politischen Inhalte stimmen. An uns
soll eine Ablösung der CDU nicht scheitern. Die SPD hat 2014 die Wahl zwischen Stillstand und Aufbruch, zwischen CDU und Linken. Und sie sollte daran denken, was sie nach 2004 erlebt hat. Von dem, was die sächsischen Sozialdemokraten als kleiner Juniorpartner in die Koalition eingebracht haben und durchsetzen konnten, ist nichts, aber auch gar nichts mehr übrig geblieben. Der Schulversuch für die Gemeinschaftsschulen war das Erste, was von CDU und FDP für beendet erklärt worden ist. Dann kam die Streichung der Zuschüsse für den sogenannten Kommunalkombi und dann wurde auch noch das kostenfreie Vorschuljahr wieder abgeschafft. Und es gibt auch noch einen anderen wichtigen Grund, warum die CDU 2014 endlich in die Opposition geschickt werden sollte. Ich rede von der spezifischen sächsischen Demokratie, die inzwischen überall in Deutschland der Kopf geschüttelt wird. Am 1. August dieses Jahres gab es dazu einen vielbeachteten Artikel im Spiegel, aus dem ich abschließend zitieren möchte. Dort heißt es: Wie kein anderes Bundesland hat Sachsen über Jahre hinweg eine Serie unglaublicher Verletzungen rechtsstaatlicher Prinzipien produziert. Im Südosten der Republik gelten offenbar auch zwei Jahrzehnte nach dem Untergang der DDR eigene Regeln. Immer wieder werden eklatante Fälle staatlichen Missbrauchs und polizeilicher Willkür bekannt, ohne dass sich die Verhältnisse grundlegend bessern würden. Der Freistaat, so diagnostiziert der Berliner Geschichtsprofessor Wolfgang Wippermann, sei das rechtskonservativste und unfreieste Bundesland der Republik. Genau das, liebe Genossinnen und Genossen, genau das müssen und das werden wir ändern. Und ganz zum Schluss noch ein persönliches Wort. Ich möchte mich bei all jenen bedanken, die mich in den zurückliegenden Monaten angesichts der drohenden Anklage, angesichts der Aufhebung der parlamentarischen Immunität auf vielfältige Art und Weise solidarisch unterstützt haben. Denn die Klage, liebe Genossinnen und Genossen, richtet sich doch nicht in erster Linie gegen mich. Die Klage richtet sich gegen unsere Partei. Man will damit die Linke treffen und man will uns und mit uns viele andere Menschen einschüchtern und kriminalisieren, damit sie an Protesten nicht teilnehmen. Und das, liebe Genossinnen und Genossen, werden wir nicht hinnehmen. Und deshalb kann ich euch versichern, wir werden die Sache bis zum Ende durchfechten. Das sind wir insbesondere auch jenen schuldig, die ohne größere Bekanntheit und entsprechende öffentliche Begleitung wegen ihrer Beteiligung an Anti-Nazi-Aktivitäten ebenfalls juristisch verfolgt werden. Und um es noch mal ganz klar zu sagen, ich lasse mich von niemandem einschüchtern. Wir lassen uns nicht einschüchtern und wir werden den Nazis auch 2012 engagiert entgegentreten. Es bleibt dabei, wir wollen keine Nazi-Aufmärsche, nicht in Dresden, nicht anderswo. Dabei bleibt es. Herzlichen Dank.